Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Gammann, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Zertifizierung für Mitglieder des Universitätsrates. Ich bitte jene Damen und Herren, die für den Entschließungsantrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist die Minderheit und daher abgelehnt. Wir kommen jetzt zum zweiten Punkt der Tagesordnung. Im nächsten Tagesordnungspunkt geht es um eine Reform des Mietrechts. Die SPÖ möchte das Mietrecht reformieren. Im entsprechenden Antrag sind Änderungen zum Mietrechtsgesetz und Wohnungseigentumsgesetz enthalten. Ziel ist es, ein möglichst einheitliches, transparentes Mietrecht zu schaffen. Die SPÖ betont, dass dies bereits im gemeinsamen Regierungsübereinkommen mit der ÖVP aus dem Jahr 2013 enthalten gewesen sei. Die Reform sieht eine Harmonisierung der Mietzinsbestimmungen, eine Regelung der Erhaltungspflichten und einen Basismietzins für ganz Österreich vor.